Liebe Brüder und Schwestern, es ist schon sehr bezeichnend, dass Jesus am Beginn seines öffentlichen Wirkens dieses Wunder wirkt, ja, dieses Wunder der Wandlung von Wasser in Wein auf der Hochzeit zu Kana. Gerade dieses Evangelium ermuntert uns dazu, weist uns darauf hin, dass Jesus der eigentliche Bräutigam ist, der Bräutigam der Kirche. Und wir haben im Evangelium gehört, dass dieses Wunder gewirkt wird, weil Maria, seine Mutter, ihn bittet, weil sie darauf hinweist: Herr, sie haben keinen Wein mehr. Sie bemerkt es, da ist etwas sehr Unangenehmes passiert. Ein fröhliches Hochzeitsfest, alle trinken, essen, sind fröhlich, machen sich keine Sorgen und auf einmal gibt es nichts mehr zu trinken, kein Wein mehr. Gerade bei einer orientalischen Hochzeit ist das ja etwas sehr Schreckliches, ja, eine kleine Katastrophe, könnte man sagen, wenn auf einmal der Wein aus ist. Aber Maria, sie bemerkt es und sie spricht Jesus an: Sie haben keinen Wein mehr. Sie erkennt diese unangenehme, diese peinliche Situation. Sie hat offene Augen, ein offenes Herz, ja, für das Hochzeitspaar, für die Familie, für die Gäste. Sie sieht die Not. Ja, ich denke, der Herr möchte uns da ermutigen, dass wir vertrauensvoll auch Maria bitten. Sie ist für uns Fürsprecherin. Sie bittet auch für uns. Sie kennt unsere Nöte und Sorgen. Sie möchte für uns bei Jesus eintreten. Und sie sagt auch für uns: Jesus, hilf, komm du zu Hilfe, denn du bist der Sohn Gottes. Ja, der Herr offenbart seine Herrlichkeit in diesem ersten Wunder auf der Hochzeit zu Kana. Er offenbart, dass er nicht nur Mensch, sondern wahrer Gott ist, der Sohn Gottes, der die Macht hat, dieses Wunder zu tun, Wasser in Wein zu wandeln. Weil er uns die Augen öffnen möchte für die eigentliche Wirklichkeit seiner Person, dass er Retter und Erlöser ist, Messias, Sohn Gottes. Er ist der wahre Bräutigam der Kirche und jeder einzelnen Seele, die auf ihn, auf seinen Namen getauft ist. Jeder getauft ist sozusagen dem Herrn Jesus Christus anvertraut, anvermählt. Er ist der Bräutigam unserer Seelen. Er lädt uns ein zu seinem Hochzeitsmahl. Und dieser gewandelte Wein, er ist schon ein Zeichen dafür, was Jesus dann später am Abend vor seinem Leiden tun wird. Er wird den Wein verwandeln in sein eigenes Blut. Er verwandelt das Brot in seinen Leib. Ja, er setzt das Geheimnis der heiligen Eucharistie ein, dieses Wunder aller Wunder seiner Liebe, das unter uns präsent ist. Ja, sein Opfer am Kreuz wird Gegenwart. Bei jeder heiligen Messe wirkt der Herr Jesus durch die Kraft des Heiligen Geistes, den der Priester anruft, herabruft auf die Gaben von Brot und Wein, dieses Wunder der Verwandlung. Ja, es wird nicht nur Wasser in Wein verwandelt, na, es geschieht ein größeres Wunder. Brot und Wein werden gewandelt in den Leib und den Blut und in das Blut Christi, des Sohnes Gottes, und uns zur Speise gegeben. Ja, der Bräutigam der Kirche, der Bräutigam unserer Seelen gibt sich selber für uns hin und so möchte er sich uns offenbaren in seiner unfassbaren Liebe zu den Menschen, zu jedem Einzelnen. In seiner Liebe schenkt er sich uns, gibt er sich uns zur Speise,
wird er für uns zum Brot, zur Speise und zum Trank, um unsere Seele zu stärken, zu nähren, um uns zu erneuern, um uns mit seinem Geist der Liebe zu erfüllen. Wir haben ja in der Lesung gehört, es gibt verschiedene Gnadengaben. Verschiedene Gaben schenkt Gott, schenkt der Heilige Geist. Ja, dieser Geist Gottes, der zu uns kommt, durch das Opfer Christi, durch seinen Tod am Kreuz, durch seine glorreiche Auferstehung, die wir bei jeder heiligen Messe feiern, möchte der Geist Gottes uns erfüllen mit seinen vielfältigen Gaben, damit wir sie einsetzen zu unserem Heil, zur Ehre Gottes. Ja, so möchte der Herr uns ermutigen, ja, möchte die Gottesmutter Maria uns Mut geben, dass wir voll Vertrauen zum Herrn kommen, dass wir das tun, was er uns sagt, so wie Jesus es auch den Dienern aufträgt, wie die Mutter Gottes es auch den Dienern sagt, ja, tut das, was Jesus euch sagt. Und Maria ist die Erste, die das getan hat, was Jesus gesagt hat, was Gott ihr aufgetragen hat. Sie ist sozusagen dieses Modell der bräutlichen Liebe zu Christus, der bräutlichen Kirche. Sie hat hingehört auf den Geist Gottes. Durch sie, durch ihr Ja-Wort ist Gott Mensch geworden, ist Jesus Mensch geworden in ihrem Schoß durch den Heiligen Geist. So wartet der Herr auch auf unser Ja-Wort. Auch wir sollen immer wieder neu Ja sagen zum Willen Gottes, zu seinen Plänen mit uns. Wir sollen dieses Ja des Glaubens zu ihm sprechen, des Vertrauens, der Liebe, der Hingabe, der Bereitschaft, seinen Willen zu tun, auf ihn zu vertrauen, auf seine rettende Macht, dass er auch in unserem Leben Wunder tun kann. Ja, die Wunder geschehen ja nicht nur damals, sie sind ja nicht nur vor 2000 Jahren oder vor vielen Jahrhunderten geschehen, sie geschehen ja auch heute, hier mitten unter uns. Wie viele Wunder sind schon hier in dieser Kirche passiert, durch Maria, durch die Fürsprache von Maria heilt der Kranken, durch die Fürsprache der Gottesmutter von Lourdes, wie viele Heilungen sind da schon passiert. Ja, wie viele kleine und große Wunder wirkt der Herr auch in unserem Leben, oft bemerken wir das gar nicht. Wunder der Versöhnung, der Verwandlung, Wunder der Freude, der Hoffnung, des Glaubens. Ja, lassen wir uns vom Geist Gottes erfüllen. Hören wir hin auf den Herrn im Gebet, bitten wir ihn, dass er uns zeigt, was wir tun sollen. Ja, der Herr verlangt ja nicht mehr von uns, als wir tun können, nur das, was uns möglich ist. Setzen wir unsere Fähigkeiten, unsere Gaben ein, auch wenn wir meinen, es ist unbedeutend. Nichts ist so belanglos für Gott, für sein Reich. Er möchte alles segnen. Auch dann, wenn wir meinen, wir können eigentlich nichts mehr tun, wenn wir krank sind, wenn wir die körperliche Schwäche fühlen, wenn wir Schmerzen haben, wie kostbar sind diese aufgeopferten Leiden für den Herrn, für das Reich Gottes. Da verbinden wir uns mit seinem Kreuzesopfer, da werden wir zu einer Quelle des Heils, des neuen Lebens, durch die Macht des Erlösers. Ja, erkennen wir das, was Gott uns geschenkt hat, diesen Schatz, den er uns anvertraut hat, und setzen wir das ein, was wir haben, dann können wir auch wir diese Wunder Gottes sehen. Dann kann Jesus, der Herr, der Sohn Gottes, auch durch uns und mit unserer Mithilfe Wunder wirken. Wunder der Versöhnung, Wunder des Glaubens, Wunder der erneuerten Hoffnung. Ja, der Herr möchte uns reinigen von allen Sünden, von aller Schuld. Und er möchte ja durch seinen Heiligen Geist Einheit schenken unter den Christen. Wir befinden uns ja in dieser Gebetswoche für die Einheit der Christen. Immer ist es die Sünde, das, was wir nicht im Namen Gottes tun, was trennend ist. Wenn wir diesen Willen Gottes erkennen, annehmen und erfüllen, dann
geschieht Einheit, dann wird Spaltung überwunden, dann wirkt Gott in unserer Mitte, denn nur der Heilige Geist kann die wahre Einheit schenken, die wahre Gemeinschaft unter uns Christen. Es ist ja so wie im Leib. Der Apostel Paulus spricht ja manchmal in diesem Bild des Leibes. Wenn die Glieder des Leibes untereinander im Streit sind, ja, wenn sie nicht eins sind in ihrem Willen, in ihrem Wollen, wenn sie nicht sozusagen dem Haupt gehorchen, wenn die Hände, die Füße ihren eigenen Willen, ihre eigenen Wege gehen wollen, dann ist es unmöglich, dass dieser Leib wirklich Bestand hat, sich wirklich richtig bewegen, richtig, ja, lebendig sein kann. Jesus ist dieses Haupt des Leibes. Er möchte durch seinen Willen alle Glieder des Leibes verbinden, vereinen, damit wir gemeinsam Zeugnis geben können vom Reich Gottes, von diesem Reich der Wahrheit, der Gerechtigkeit, der Liebe und des Friedens. Dann ist diese Kirche stark, dann kann der Geist Gottes machtvoll in uns, durch uns wirken und sich dieses Reich ausbreiten, kann ja dieses Reich Gottes wirklich ein Sauerteig sein für unsere Gesellschaft, die alles umwandelt und erneuert. Ja, wenn die Gebote Gottes aufstrahlen in ihrer wahren Bedeutung, in ihrer Herrlichkeit, dass diese Gebote Gottes wirklich Weg sind der Befreiung, des Heils, des Lebens, dann wird alles neu geschaffen. Dann wird dieses Reich des Friedens sich ausbreiten. Dann kann Hass, Spaltung, Gewalt überwunden werden, die Ungerechtigkeit in der Welt. Dann kann der Herr aufleuchten unter uns. Ja, dann wird aufgebaut schon diese neue Welt, dieses neue Jerusalem. Dann beginnt schon dieses Reich Gottes unter uns, der neue Himmel und die neue Erde. Amen.